Jedes Lebewesen, selbst das scheinbar niedrigste, tut alles dafür, dass es dem eigenen Nachwuchs gut geht. Anders die Krone der Schöpfung. Menschenkinder werden ausgebeutet, entrechtet, gefoltert, versklavt und sexuell missbraucht. 70% dieser Missbrauchsfälle in Deutschland ereignen sich innerhalb von Familien, was für die Opfer doppelt traumatisch ist. Jene, bei denen sie Schutz und Geborgenheit finden sollten, die sie bewundern und lieben möchten, entpuppen sich als die furchtbarsten Feinde, denen sie hilflos ausgeliefert sind. Die Opfer reagieren wie viele Traumageschädigte mit Schweigen, mit Verdrängen, mit Depression. Diese Wand des Schweigens durchbrechen will ein preisgekrönter Dokumentarfilm, der zurzeit durch unsere Programmkinos tourt. Nirgendland. Und mit der Schuld muss ich jetzt leben, mein Leben lang. Mit dieser Schuld, dass ich nicht hingeschaut habe. Ich habe das nicht gesehen. Das sagt Tina in Nirgendland. Ein Film, der oft kaum zu ertragen ist, der wehtut. So heftig ist ihre Geschichte. Jahrelang missbraucht ihr eigener Vater sie. Doch sie verdrängt das so gründlich, dass sie sogar später ihre kleine Tochter, genannt Flo, allein beim Opa lässt, ohne alarmiert zu sein. Er vergeht sich auch an der Enkeltochter. 5 Jahre lang. Mutter und Tochter schweigen und verdrängen. Ich habe mir meine Familie schön geredet. Wenn ich erzählt habe von meiner Familie, dann bin ich beneidet worden. Und ich habe das geglaubt, dass ich diese tolle Familie habe. Ich habe von meinem Vater erzählt mit so einem Stolz, dass mich alle um diesen Vater beneidet haben. Doch dieser Mann schüchtert sie alle ein und zwingt sie zu schweigen. Beim ersten Mal ist Enkelin Flo erst 5 Jahre alt. Als sie Anfang 20 ist, soll auch ihre kleine Cousine mal beim Opa übernachten. Erst da entschließt sich Flo, Anzeige zu erstatten. Im Film werden die Zeugenaussagen, die Flo schließlich vor Gericht macht, verlesen. Er setzte sich auf die Kloschüssel. Er fing an zu onanieren. Ich musste mich nackt drehen. Er sagte, zeig dich mal. Dann hat er gesagt, ich soll herkommen. Ich habe so Angst gehabt und dann ist er richtig ungeduldig geworden. Er hat mich zu sich gezogen und mich auf sich draufgepresst. Dann hat er mich runtergedrückt und mir seinen Teil in den Mund geschoben. So lange, bis er dann auch gekommen ist und es mich dann hat schlucken lassen. Während er das mit mir machte, richtete die Oma unten das Frühstück her. Helene Simon hat diesen verstörenden Film gemacht. Auch aus sehr persönlichen Beweggründen. Ich bin selber missbraucht worden mit 6 Jahren. Man darf es nicht vergleichen. Es war für mich natürlich ein ganz furchtbares Erlebnis. Aber vergleichsweise zu dem, was der Film erzählt, nicht so schlimm, weil es war nicht innerhalb der Familie und es war auch nur ein einziges Mal. Tinas Tochter fängt in der Pubertät an, sich zu ritzen, Drogen zu nehmen, sogar auf den Strich zu gehen. In einer Therapie kommt dann raus, was Tinas Vater den beiden angetan hat. Der Film lebt von der Offenheit Tinas, davon, dass sie sich ihrer Schuld und ihrem Leid so sehr stellt. Tina hat in ihrer späten Jugend ihren Namen verändert, von ihrem Geburtsnamen auf Tina, weil das Trauma so stark war und die Schmerzen so schlimm, dass tatsächlich die Person, die sie war, nicht lebensfähig war. Dann das Gerichtsurteil. Verjährung. Freispruch. Man ist fassungslos. Der Richter stellt fest, dass sich im damaligen Verhalten der Zeugin das Einvernehmen zur Tat nicht ausschließen lässt. Er fragt die Zeugin, warum sie sich nicht gewehrt habe. Ich war 5. Ich habe Jahre gebraucht, um überhaupt zu verstehen, was er mit mir macht. Jeder normale menschliche Verstand würde so eine Frage nicht mal erlauben. Weil man muss sich ja auch vorstellen, Flo sitzt im Gericht
entblößt. Das war eine öffentliche Gerichtsverhandlung. Jeder konnte dem beiwohnen und muss erstmal solche Fragen über sich ergehen lassen. Und es dann aushalten, dass sie so behandelt wird von einem Richter. Da kann man nur unendlich, also da kann man nur in die Luft gehen drüber. Sie wird zum zweiten Mal zum Opfer gemacht vor Gericht. 5 Jahre nach dem Urteil bringt sich Flo um. Sie wurde nur 30 Jahre alt. Verloren im Nirgendland. Ein erschütternder Film, der den Kreislauf des Schweigens durchbricht. Damit dieser Film überhaupt gezeigt werden kann, musste der Vater bzw. Großvater sein Einverständnis dazu geben. Und in vielen Gesprächen ist es der Regisseurin tatsächlich gelungen, dies von ihm zu bekommen.